willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute habe ich ein Video mit diesem wunderschönen jungen Mann geplant. Wir machen heute 24 Stunden mit Poppets spielen. Nein, wir machen heute 24 Stunden Partnerlook. Oh. Nein, auch das nicht. Guck mal, Leute, jetzt hast du eine süße Mütze. Den habe ich geschenkt bekommen von Danja und ich muss sagen, danke. Weil ihr müsst wissen, ich habe zu Danja gesagt, Danja, ich finde den Hut ziemlich cool. Und dann kam Danja nächste Woche zu mir und hat gesagt, hier, Claudia, ist oh, danke. Oh, danke. Ja, das war süß. Jetzt sind wir Partnerlook, aber auch das ist heute nicht die Challenge. Was denn? Diese beiden Kisten da vorne, es sind Schuhkartons. Oh, und ich sehe schon die Panik in deinen Augen. Daniel, High Heels Challenge ist durch. Nein, guck mal. Ich kann nicht. Claudio. Ich kann nicht auf hohen Schuhen laufen. Ich hab dich doch jetzt schon ausreichend oft mit hohen Schuhen gestört. Du glaubst doch nicht wirklich, dass hier wieder hohe Schuhe drin sind. Es ist was viel Besseres da drin. Es sind Schuhe mit Rollen. Guckt euch das an. Daniel, das kann ich auch nicht. Guck mal, da sind so Rollen drin. Und die kann man hier so mit so einem Knopf, oh, kommen die raus. Und dann kann man damit durch die Gegend rollen. Und hier vorne kann man auch noch eine zweite Rolle einsetzen. Und es gibt noch ein absolutes Highlight. Claudio, das ist so, oh, das ist wundervoll wirklich. Welches? Oh, okay, ist das nicht fancy? Ist das nicht cool? Aber dann, ich muss eins sagen, ich kann nicht mal Inline-Skates fahren. Also ja, heute wirst du es lernen. Oh nein. Wir werden heute den ganzen Tag auf diesen Schuhen verbringen, Claudio. Okay, das ist cool. Ja, willst du vorne die zweite Rolle noch mit drauf? Ja, auf jeden Fall. Du auch, oder? Ja. Sag mal, wie sieht deine aus? Also jetzt bin ich gespannt. Meine haben auch einen wunderschönen Look. 3, 2, 1. Ey, guck dir an, sind das Lippenpink! Guck dir an, sind die nicht cool? Wäre Rot nicht meine Lieblingsfarbe, würde ich mit dir auf jeden Fall krallen, weil die sind richtig cool. Ich schwöre, die sind so cool. So fancy, ey. Guck mal, sie glitzern. Das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Ja, ich auch. Deshalb habe ich es gekauft. Das war cool. Und vor allem. Ja, okay, deine Schuhe sind etwas kleiner. Ja. Du hast die geklaut. Ja, du hast ein bisschen größere Füße als ich. Also, wir werden jetzt mal die Schuhe vorbereiten. Es gibt hier, wie gesagt, so Ladekabel dabei und noch so Rollen. Und das packen wir jetzt da dran. Dann ziehen wir die an und dann melden wir uns gleich wieder. Okay, wir haben uns die Schuhe jetzt angezogen. Ja, deine ist nicht aufgeladen, leider, aber es sieht trotzdem cool aus. Ja. Ich habe Angst. Bei meinen ist es tatsächlich so, dass es hier vorne gar keine Möglichkeit gibt, noch einen Rollerstand zu machen. Das geht nur bei Claudio. Deshalb ist es. Claudio ist schon einfacher zu rollen, glaube ich. Nein, das ist nicht. Ich kann kein Inline-Skates machen, weißt du. Ich hab Angst, dann nicht. Ja. Ich meine, wirklich, ich hab Angst, ne? Tja, Claudio, dann wird dich Angst heute wohl den ganzen Tag begleiten. Kannst du mich nicht anstoßen? Die ganze Zeit? Ja, ja. Also. Ich glaube, ich will nicht. Das ist echt nicht so einfach. Ich glaube nicht, weil ich die Fokus nehme, ich habe Angst um unsere Kamera. Ja, ich auch. Ich glaube, wir müssen uns mal jemanden holen, der uns dabei filmt. Besser. Das sonst geht die Kamera kaputt. Komm, Claudio, ich zieh dich. Bitte zieh dich. Ja, du machst Spaß. Ja, schubst du, ich glaube, das ist gut. Aber nicht hinfallen. Nein. Ups. Ja, ups, du hast mich geschubst. Du hast die Anleitung nicht ganz verstanden mit dem nicht hinfallen, ne? Ja, weißt du, schnell. Ich habe mir gesagt, ich hätte jetzt in meinem Skate drauf. Ich muss mal. Ich glaube, du musst mit dem Netzgitter. Bei dir ist das easy. Ja. Nicht auf die Kamera setzen! Wer wird die Schuhe getauscht? Ja. Hey, die passen mir. Ja, deine passen mir auch. Ja. Wie? Also, ich kann mit deinen besser fahren. Ich hoffe, ich kann auch. Deine ist ein bisschen entspannter, weil. Oh nein, ich glaube, ich werde nicht mit dem fahren können. Ja, ich sag dir, das ist nicht so einfach. Ich sag doch, das ist nicht so einfach, wenn du nur auf der Ferse fahrst. Ich kann überhaupt nichts fahren, das ist das Problem. Sag doch, bekomm doch nicht so richtig in Fahrt. Ich hab wirklich Angst, das ist die erste Stelle, die ich wirklich Angst habe, mir weh zu tun. Freunde, ich kann kein Inline-Skates fahren, ich kann keine Rollschuhe fahren. Ich kann keine Schlittschuhe fahren, also ich kann gar nichts. Ja, wenn du auf der Ferse bist, dann kannst du zumindest mit dir die Schuhe fahren. Also willst du die behalten oder willst du
hasse die wieder. Nee, ich glaube, das ist die besser, aber da rolle ich ein bisschen. Also die kann man gar nicht voran. Also, wir können schon mal folgendes Fazit festhalten. Wenn ihr euch solche Schuhe kaufen wollt, dann kauft euch die, wo ihr zwei Rollen nehmen könnt. Damit kann man besser Fahrt aufnehmen. Die anderen sind auch okay, aber es ist schwierig, damit irgendwo hinzufahren. Okay, ich glaube, es ist Zeit für unsere erste Aktion auf den Schuhen. Welche? So, Tanja, wir sind in meinem Studio, was machen wir hier? Ich bin in der ersten Challenge besonders freundlich. Ja? Wir zocken. Es wird jetzt ein bisschen gedaddelt auf den Schuhen. Das heißt, du musst nur bis zu deinem Platz kommen und dann ein bisschen Roblox spielen. Also eigentlich sehr nett, finde ich. Also, hinsetzen? Ja. Ich darf mich starten? Ja. Und spielen? Ja. Finde ich gut. Also... Ja, dann mach das mal noch ein bisschen, Claudio. Ich hole dich dann ab zur nächsten Challenge. Ja, ich lasse mein Tier auswachsen. Mhm. Mein Pet! Jetzt ist mein Pet ausgewachsen! Ich muss schon sagen, es ist eigentlich ganz entspannt. Also, die Schuhe sind schon cool, die rollen die ganze Zeit, ich kann hin und her wippen, das ist schon ganz cool, muss ich sagen, hin und her rollen. Und ich lasse die ganze Zeit mein Tier, also ich spiele die ganze Zeit Adopt Me, das ist super! Also mir macht Spaß, also du kannst weitergehen. Ich hoffe, Tanja, die nächste Challenge ist auch so entspannt. Okay, also Claudio sitzt ja jetzt drüben und ist ein bisschen am Zocken. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Das habe ich nur aus Nettigkeit gemacht, damit Claudio jetzt nicht direkt am Anfang schon Panik bekommt, weil ich gesehen habe, dass das nicht so gut läuft bei ihm. Das ist auch echt schwierig. Wir haben jetzt auch Schuhe getauscht, weil Claudio in den pinken Schuhen zumindest normal laufen kann. Und deshalb habe ich jetzt die mit den doppelten Rollen. Also die hier, die roten. Und Claudio hat die pinken. Ich hoffe, keinem von uns passiert heute was. Wir sind beide schon sehr oft fast hingefallen oder hingefallen. Aber ich warte jetzt mal noch ein bisschen, lass ihn noch ein bisschen in seiner wohligen Gaming-Atmosphäre und dann werde ich ihn so richtig nerven. Okay, also folgendes Problem. Ich wollte jetzt gerade Claudio abholen gehen und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich ganz dringend mal auf die Toilette muss. Da ist aber sehr glatt. Hm. Das wird spaßig mit den Schuhen. Das heißt, bevor wir jetzt Claudio abholen, rollen wir jetzt erstmal dahin. Ich glaube, ich fall nicht hin. Wie peinlich wäre es, wenn ich einfach ins Klo falle. Okay. So. Mal zumachen. Fast hätte es geklappt. Ich wäre fast ins Klo gefallen. Okay, jetzt brauche ich eine kurze Ruhe. Okay, wir haben das Projekt Toilette abgeschlossen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Jetzt machen wir weiter mit dem Projekt Claudio abholen. Und damit es fair bleibt, muss er jetzt eigentlich auch auf Toilette. Das Problem ist, das Herrenklo ist die Treppe nach unten. Das heißt, da muss er jetzt auch erstmal hinkommen. Claudio! Ja? Claudio! Die schöne Zeit ist vorbei. Ach nö, ich hab... Ich vermute, dass du das Fenster aufmachst. Ja, warum denn? Na, nicht, dass du da rausfällst. Nein, Quatsch. Claudio? Ja? Es ist folgendes. Ich muss jetzt zwischendurch mal auf Toilette. Ja? Das heißt, du musst da jetzt auch hin. Der Fairness halber. Nein. Doch. Aber Daniel, du weißt, die Herrentoilette ist ganz unten. Korrekt. Los geht's, Claudio. Du schaffst das schon. Ich komm mit. Ja, okay. Komm mit. Wir gehen da zusammen hin. Versuch zumindest zu rollen. Ja, das war doch schon mal. Oh ja, doch. Du bewegst dich schon. Es rollt schon. Ja, ich versuche es, aber es wird schwierig. So, ich probier's mal hier, weil hier ist Tempel. Ich probier's mal da. Komm. Ja. So, jetzt musst du. Pass auf dich auf. Es könnte in die Hose gehen. Oh, das ja, rollt. Es wird besser, oder? Das Geräusch, habt ihr das gesehen? Yay! Yeah. Also, hey, besser. Stark, Claudio. Besser als ich, Entschuldigung. Ja, ist gut, ich probier's. Okay. Jo, stark. Also, das sieht doch schon gut aus. Und jetzt halt die Treppe runter. Okay, jetzt die Treppe runter. Aber nicht die Treppe runterrollen, oder? Oh, da kommt Anna! Oh, Anna. Ich brauch hier ganz dramatische Musik. Hallo. Oh, Claudio, kann man euch irgendwie helfen? Ich glaube, du schaffst das. Ich weiß. Ich schaff's auch.
Stimmt, coole Kuh weg. Ich roll die Treppe runter. Au! Au! Du hast meinen Finger eingequetscht schon wieder! Oh, sorry. Ich gehe jetzt auf Toilette, Claudio. Ich gehe. Ja. Okay, unser Kameramann hat uns leider gerade verlassen. Wir gehen jetzt in den Marktkauf auf unseren schönen rollenden und leuchtenden Schuhen. Ja. Das Problem ist, wir dürfen im Marktkauf ja nicht filmen. Ja. Aber ja, wir nehmen euch mal bis dahin mit, weil das ist ja schon ein Stückchen, wo wir jetzt noch gehen müssen. Ja. Ich hoffe einfach, dass keiner von uns beiden hinfällt. Der Plan ist, dass wir uns was zu Mittag holen und dann würde ich gerne mit dir gleich einen Kuchen backen. Deshalb gehen wir eigentlich in den Marktkauf. Ja. So, dann ja. Und wir haben auch wieder Schuhe getauscht, weil Claudio waren meine dann doch viel zu klein. Ja, viel zu klein leider. Und wir haben der Fairness halber bei Claudio vorne auch die Rollen rausgemacht. Das heißt, es sieht jetzt bei uns beiden so aus, dass wir quasi nur Hintenrollen haben. Und dann. Aber es ist echt so schwer. Es ist so schwer, hinten auf den Rollen drauf zu sein. Ja, dann fahren wir ein bisschen. Das ist halt so unnatürlich auf den Fersen irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst, Danja. Ich weiß es. Ich spüre es und fühle es und. Ja. Das ist wirklich echt nicht einfach. Claudio hat das vorhin schon besser hingekriegt. Zeig du mal dein Skills. Zeig mal. Das willst du doch nicht wirklich sehen, oder? Doch, los, zeig. Ach, zeig mir das. Danja, ich breche mir was. Quatsch. Okay. Ich trau mich hier wirklich nicht. Also ich meine das ernst gerade. Komm, du schaffst das. Ich soll jetzt auf den fahren. Ja, los. Das Guck recht. Mal, du kannst es besser als ich. Ja, aber ich breche mir doch irgendwas, wenn ich jetzt damit fahre. Nein, wahrscheinlich doch. Nicht. Oh, mit Schwung, ja, okay. Ich finde, das reicht doch schon, oder? Es war schon sehr gut. War schon in Ordnung, oder? Ja, komm, wir rollen jetzt mal noch bis davor. Wir versuchen zumindest zu rollen. Ich dachte irgendwie, wir sind halt schneller unterwegs. Irgendwie hatte ich mir gedacht, wir sind halt schneller unterwegs, aber... Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch abwärts rollen oder sowas. Geht's dann einfacher? Fall ich dann hin? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt, aber das geht mir ja oft so. So, also wir haben jetzt alles. Wir brauchten ja noch Sojajoghurt und dann haben wir noch was für Mittag geholt. Und Claudio struggelt gerade noch an der Treppe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Claudio? Nichts mit Claudio. Claudio, ey, der ist gerade. Nichts mit Claudio. Oh nee, warum hab ich das nicht gefilmt? Er ist gerade einfach geknallert. Ich habe die Sachen reingetragen, weil ich ein bisschen sicherer bin auf den Schuhen. Und Claudio wollte. Da muss er halt alleine die Treppe hochgehen. Ja, gerade jetzt, wer hier gerade volles Rohr in Spagat auf der Treppe gemacht hat. Danja, ja? Nichts mit Claudio. Die Challenge wird jetzt abgebrochen. Warum? Oh. Weil du hingefallen bist? Ist dir wehgetan? Wehgetan nicht, Danja. Meine Hose ist gerissen. Was? Meine Hose ist gerissen. Was? Ja. Okay, ich glaube, Challenge ist abgebrochen. Danja, ja? Ich bleib jetzt weiter sitzen. Du holst irgendwie eine Decke oder so. Also, ich kann nicht aufstehen. Okay, Leute, ich glaube, Jen ist abgebrochen hiermit. Aber schnell, bitte, ich möchte nicht so lange sitzen bleiben. Oh, jetzt sind wir auf den Finger gekommen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Claudio wieder eine ganze Hose hat. Ciao.